Folge es gerade schon irgendwie auf dem Bildschirm und irgendwie auch natürlich gleichzeitig mit auf dem Smartphone. Wie schön, wir sind schon einige, sehr, sehr toll. Ja, ihr habt es mitbekommen, also ab heute findet die Technik-Sprechstunde bei mir jeden Abend täglich um 19.30 Uhr live immer hier auf meiner Seite statt, also nicht mehr auf meinem Profil, ich bin einfach rüber geswitcht. Hat einen eigentlich relativ einfachen, simplen Grund. Wenn du live planst, dann kannst du die als, also auf der Seite, dann quasi als Veranstaltung vorplanen. Also Lives kann man immer vorplanen, das können wir auch gerne nochmal machen. Aber auf der Seite wird es quasi eher als Veranstaltung angezeigt und man kann einfach ja, den einen oder anderen von vornherein einladen. Fand ich jetzt einfach ein bisschen netter, um so ein bisschen dran zu erinnern. Genau, und jetzt gucke ich doch mal, wer ist denn schon alles mit da? Also, weil, ne, war klar, der Live-Producer spuckt mir das natürlich mal wieder nicht mit aus. Wie sollte ich es auch anders erwarten? Aber ich sehe, dass die Magdalena mit dabei ist und der Thomas und die Anneliese, die Heike, Diana, Erwin, Martin, Markus. Ach, wie schön. Und es werden immer mehr. Ich finde es toll, prima, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, dass ihr euch echt heute Abend auch die Zeit nehmt. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann verlinkt gerne den einen oder anderen in den Kommentaren, damit sie es auch mitbekommen. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie man wirklich relativ simpel und einfach Projekte planen kann mit einem kostenfreien Tool. Genau, und da werde ich gleich mal wieder meinen Bildschirm teilen, mit euch da so einen kleinen Walkthrough machen und ja, anhand von einem irgendwie kleinen Beispiel einfach mal überlegen, was man halt so machen könnte. Von daher, wenn du jemanden kennst, der ja, sich vielleicht auch für Projektplanung interessiert, der einfach selber selbstständig ist, ein eigenes Online-Business hat oder auch gerne ein Offline-Business und ja, da einfach gerne ein bisschen Ordnung ins Chaos haben möchte, dass er einfach wirklich seine Sachen wirklich auf einen Blick sieht und sich auch mit anderen im Team vielleicht auch gut austauschen kann, ja, dann einfach sehr gerne in den Kommentaren verlinken. So, jetzt habe ich natürlich wie immer die Frage vor einem Live, könnt ihr mich gut hören? Ist für euch der Ton super und könnt ihr mich auch gut sehen? Das klicke ich mal eben weg, denn ja, Lives sind halt irgendwie immer blöd, wenn technisch irgendwas nicht funktioniert. Von daher freue ich mich da immer herzlich über Feedback.
Das versuche ich hier an meinen ganzen lustigen Bildschirmen. Also erschreck dich nicht, wenn ich mal nach rechts und nach links gucke, ne? Ich habe hier halt drei große Bildschirme stehen, wo ich einmal euch quasi mit dem Live-Producer drauf habe. Kann ich euch irgendwann auch nochmal zeigen. Und auf einem Screen läuft halt OBS, womit ich die ganzen Sachen einfach hin und her schalten kann, die du halt sehen sollst. Und in der Mitte habe ich dann ja quasi das Board dann aufgeblendet, womit ich dann in dem Moment arbeite, weil sonst reicht mir in dem Moment persönlich der Platz nicht. Du brauchst aber im Leben niemals, nie unbedingt zwei oder drei Bildschirme. Es ist mir ganz wichtig, dass du das weißt. Du kannst auch wunderbar mit einem arbeiten. Aber je nach Anspruch, je nachdem, was man einfach macht, wird die Technik einfach ein bisschen größer. Das einfach nur dazu. Aber nicht nur, weil ich das mache, heißt das, du musst das irgendwie genauso machen. Also sei bitte da ganz entspannt, alles ist gut. So, also der Live-Producer lässt mich heute im Stich. Nicht schlimm. Ich gucke mir die Kommentare einfach am Telefon an. Wurscht. Ein schönes Hallo auch an den Sascha und an die Conny. Der Ami ist auch dabei. Ach, wie schön, es werden immer mehr. Beziehungsweise es wechselt auch einfach hin und her. Ja, also wenn ihr vorab Fragen habt, auch zu dem Thema Projektplanung oder wenn ihr Fragen mittendrin habt, rein damit in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich switche jetzt einfach meinen Bildschirm um. Denn ja, es geht einfach um kleine, also nicht riesengroße Projektplanung, wirklich kleine Projektplanung, die man noch gut im Blick halten kann. Und ja, ich teile dann doch direkt mal meinen Bildschirm mit mir und ich möchte mir mit dir heute einfach mal Trello angucken. Ja, Trello ist, oder das, was ich euch meistens zeige, sind erst einmal kostenfreie Versionen, dass man erstmal ein bisschen schnuppern kann oder wo es vielleicht einen Testzeitraum gibt. Denn nicht jeder ist immer sofort gewillt zu sagen, okay, nur um es mir anzugucken, habe ich auch Lust und Muße, mich direkt in dieses Thema einzukaufen. Von den meisten Sachen, die ich euch zeige, gibt es halt auch immer direkt eine Pro-Version, aber man kann halt erstmal so in dieser Light- oder in dieser Basic-Variante irgendwie starten. So ist es auch bei Trello. Ich habe hier ein wirklich komplett frisches Board angelegt, damit du halt auch mal so ein bisschen sehen kannst, okay, wie würde das denn am Anfang aussehen? Solltest du schon mit Trello arbeiten, hast du eine Frage dazu, dann auch herzlich gerne her damit. Ich hoffe, dass ich dir da in dem Moment dann auch eine Antwort drauf geben kann. Auch wenn ich ganz viel weiß, auch ich darf zwischendurch mal eben kurz nachgucken, vielleicht. Ich bin einfach nicht auch allwissend. Also ja, ich weiß eine Menge, aber ich würde einfach auch nicht sagen, dass ich alles weiß. Also es wäre auch ziemlich anmaßend. So, ja, also. Lasst uns doch Trello anschauen. Ich verlinke dir das auch herzlich gerne in die Kommentare. Das mache ich mal direkt als allererstes. Hier kommst du zu dem Tool. Zack, so, dann habt ihr das nämlich auch direkt, dann vergesse ich das nicht. Und ja, jetzt wollen wir doch mal gucken, was man hier halt so auf Trello machen kann. Also bei Trello geht es dann darum, dass wir uns ein Board erstellen, ein elektronisches Board. Und du kannst dir das vorstellen wie eine elektronische Pinnwand, die mit Art Post-its arbeitet, die man immer wieder irgendwo anders hinkleben kann, wo man einfach wirklich völlig frei, flexibel arbeiten kann. So, und als allererstes, wenn so ein Board natürlich vollkommen frisch und frei ist, dann ja, brauchen wir natürlich erstmal eins. Und da gehe ich hier oben kurz über das Plus und sage dann in dem Moment Board erstellen. Wir könnten auch ein ganzes Team erstellen. Das habe ich hier vorher in der Vorkonfiguration schon mal gemacht. Um das Team als solches geht es jetzt aber gerade erstmal nicht, sondern jetzt geht es erstmal um ein ganz normales Board. Und ja, ganz am Anfang wirst du einfach nach einem Titel gefragt. Das macht natürlich Sinn, dass du deinen Projekten, wir können ja zum Beispiel dieses Projekt mal Workshop nennen, vielleicht. Workshop 21. Und dann hast du noch die Möglichkeit, deinem Board einfach eine Hintergrundfarbe zuzuweisen oder irgendwie ein Bild. Ja, also da bist du völlig frei. Frei in der Auswahl und das ist auch, denke ich mal, kein ausschlaggebendes Kriterium, ob dein Projekt gut oder ob dein Projekt schlecht wird. Das kannst du später auch alles nochmal ändern. Was Trello dir auch anbietet, Trello bietet dir auch Vorlagen an. Ich starte mit dir aber wirklich from the scratch, also komplett leer, null, nichts ist da. Die Vorlagen, die kannst du natürlich selber einfach mal durchstöbern, ob du da was findest, was dir in deinem Business an dem Standpunkt, wo du jetzt gerade stehst, ob es dir da auch schon weiterhilft. Also wir starten hier, neues Board erstellen. Warten mal ganz kurz und genau, jetzt sind wir im Prinzip auch schon auf dieser Leinwand, auf dieser Pinnwand drauf. Und du siehst jetzt hier schon,
dass du drei verschiedene Kategorien angelegt bekommen hast. Bei Trello sind das sogenannte Listen. Also hier könnten wir eine weitere Liste anlegen. Vielleicht könnten wir hier ein Brainstorming, eine Brainstorming-Liste, ja? Eine Brainstorming-Liste anlegen und du schreibst einfach nur den Namen drauf, klickst auf Enter und entsprechend hast du dann auch sofort schon eine neue Liste erstellt. So, und bei Trello ist es so, du arbeitest mit Karten. Und Karten ist, so wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, kannst du dir vorstellen als kleine Post-its, die einfach hier angepinnt werden. Wenn wir eine Karte hinzufügen, dann vergeben wir einfach entsprechend einen Namen und vielleicht sagen wir, okay, das Brainstorming, das kommt ja ganz nach vorne. Wir wollen uns ja erstmal zu unserem Workshop vielleicht Gedanken machen und überlegen dann vielleicht, okay, wir brauchen für unsere Promo, für die Promotion, brauchen wir auf jeden Fall ganz viele Gedanken, was wir denn da so machen wollen. Und dann müssen wir uns vielleicht auch noch überlegen, wollen wir vielleicht mit Facebook Ads arbeiten, ja? Dann wollen wir vielleicht überlegen, ob wir vielleicht eventuelle Kunden da schon zu einladen. Wo man jetzt auch sagen könnte, okay, das könnte halt schon so unter dem Thema Promotion irgendwie liegen. Aber gerade im Brainstorming ist ganz wichtig, mach dir keine fixen Regeln, sondern schreib dir alles in dem Moment auf, wenn du brainstormst, was in deinen Kopf kommt. Völlig egal, ob das jetzt wirklich dazugehört. Auch wenn das Wörter sind, die mit dem Projekt nichts zu tun haben, schreib die einfach irgendwo in eine Spalte irgendwo mit hin. Wichtig ist, dass du deinen Kopf frei hältst und von daher darf in so eine Spalte einfach wirklich alles rein, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Weiter im Brainstorming zu einem Online-Workshop könnte natürlich eine Landingpage sein. Das wäre möglich. Dann ist die Frage, ob das ganz kostenfrei oder kostenpflichtig ist, ja? Und so siehst du jetzt, entstehen hier einfach ganz, ganz viele Karten und die kannst du anfassen und kannst die wunderbar rauf und runter verschieben. Aber natürlich nicht nur das. Wenn jetzt zum Beispiel ganz klar ist, okay, wir haben uns über die Landingpage im Team vielleicht schon unterhalten oder aber wenn du eh alleine nur mit dir arbeitest und du dir alle Gedanken über deine Landingpage gemacht hast, dann könntest du alles auch sagen, okay, das Ding kommt auf die To-Do-Liste. Soweit sind wir aber natürlich im Moment noch nicht. Wichtig ist nur, dass du weißt, jede dieser Karten ist absolut frei verschiebbar. Das kannst du wunderbar am Desktop machen, du kannst aber auch wunderbar mobil mit Trello arbeiten. Mache ich manchmal auch wirklich ganz gerne. Natürlich ist der Bildschirm ein bisschen klein, funktioniert aber wirklich gut. Also du bist nicht unbedingt an deinen Schreibtisch gebunden und das finde ich als digitale Nomade natürlich wunderbar. Es ist einfach insofern schön, weil du wirklich von jedem Fleck der Erde aus wirklich arbeiten kannst und du halt nicht immer unbedingt den ganzen Rechner einstecken musst. Vor allem stell dir vor, ich müsste immer alle Bildschirme mitschleppen, das sähe komisch aus. Nein, das mache ich natürlich nicht. So, dann lass uns doch einfach mal in so eine Karte hineingucken. Bleiben wir doch vielleicht bei der Promotion. Wir haben jetzt, wie du siehst, hier einfach nur eine Headline kreiert. Mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, wirklich ganz in Ruhe zu überlegen, was ist denn vielleicht für dich innerhalb der Promotion wichtig. Ja? Also welche Gedanken muss ich mir für die Zeit der Promo nun machen? Sowas kannst du da hinschreiben und jetzt kannst du natürlich auch für dich schon wirklich ganz vorgefertigte Aussagen, wie deine Promotion aussehen soll, die kannst du dann natürlich in jedem Falle niederschreiben. Du kannst das Ganze entsprechend dann mit dem Speicherbutton auch schließen. Und du kannst auch Formatierungshilfen benutzen mit der sogenannten Markdown-Formatierung. Nicht zu verwechseln mit Code im HTML, sondern du hast durch diese Zeichen hier, ja, oder aber auch durch Leerzeichen am Anfang, durch Sternchen, die du benutzen kannst. Du kennst Markdown, kennst du auch von WhatsApp-Nachrichten, ja. Du kannst in WhatsApp auch kursiv, fett und durchgestrichen deine Texte formatieren, ja. Also das heißt halt Markdown.
Und da hast du hier einfach so eine kleine Auswahl, was einfach möglich ist. Das einfach da nur für dich so zur Info. Denn manchmal ist es ja wirklich einfacher, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier einfach einen wichtigen Punkt. Ich möchte vielleicht Ads schalten oder auch hier vielleicht, ja, ich möchte Kunden dazu einladen. Dann kannst du das wunderbar hierüber gestalten und du siehst jetzt, alleine durch den Bindestrich bekomme ich hier einfach einen Bullet Point nach vorne gesetzt und das macht das einfach in der Lesbarkeit natürlich, gerade auch im Team, natürlich unwahrscheinlich leicht. So, aber das ist natürlich nicht alles. Du hast natürlich die Möglichkeit, dich hier des ganzen Menüs einfach mal zu bedienen. Und du könntest natürlich jetzt auch sagen, also all die Punkte, die wir jetzt hier haben, könnten wir auch in diversen Checklisten einfach abstimmen, ja. Und auch da könntest du natürlich sagen, okay, möchten wir das machen, ja? Also einfach hier, wir nennen das mal Überlegungen. So, Überlegungen, die möglich wären. Also, und da ist auch wirklich mein Hinweis für dich, wenn auch nur du für dich alleine arbeiten solltest. Mach dir so Headlines immer so klar, wie es irgendwie geht und formulier dir auch gerne irgendwie einen kleinen Satz. Denn stell dir vor, irgendwas anderes grätscht dir in deinem Job, in deinem Business einfach dazwischen und du bist vielleicht an diesem Projekt mal ein paar Tage nicht dran oder vielleicht länger nicht. Also es kann ja immer mal jede Menge Alltag dazwischen kommen, der einem so das ganze Business mal so ein bisschen schön strubbelig macht. Dann überlegst du aber in ein paar Wochen, verdammt, was habe ich denn damit gemeint? Also von daher notier dir das in dem Moment nicht zu stichpunktartig, sondern so, dass du wirklich nachträglich richtig gut was damit anfangen kannst. So, und das sind jetzt erstmal natürlich nur Überlegungen für dich, wo du sagen kannst, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ja, auch das mit den Kunden. Ja, sowas kannst du natürlich auch wunderbar hier erstmal nur so als Checkpoint letztendlich anlegen und du kannst natürlich auch mehrere Checklisten anlegen, ja, also Dinge, die wir tun werden. Und da hast du zum Beispiel auch die Chance zu sagen, okay, ich ziehe das auf jeden Fall runter. Ich habe mich entschieden, wir machen das auf jeden Fall. Und das finde ich gerade bei diesen Checklisten echt ganz angenehm, weil man muss nicht immer alles doppelt und dreifach schreiben. Und ja, kommst so einfach manchmal ein bisschen schneller vorwärts. So, du hast hier noch eine Möglichkeit, ein Startdatum auch festzulegen, also ab wann das Ganze denn wirklich losgehen soll. Und entsprechend kannst du natürlich auch eine Frist vergeben. Das Startdatum ist relativ neu, das hat Trello noch gar nicht so lange. Und das mit der Frist ist, ich kenne es eigentlich gar nicht anders, denn du kannst dir bei Trello auch eine Kalenderansicht einstellen, wo du dann all die Karten siehst, die quasi ja, ein Enddatum bekommen haben, bis wann was einfach erledigt sein muss. Und diese Karten werden später auch farblich anders markiert, damit es dann auch in deinem Projekt dann entsprechend auffällt mit, hallo, hier muss jetzt aber mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf, weil es immer noch nicht fertig, ne? Hier, Zeit. So, du kannst wunderbar in deinem Projekt auch Anhänge hinterlegen. Also sprich, du kannst Google Docs irgendwie mit anlegen. Du kannst natürlich, also Excel Sheets, du kannst PDFs hochladen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und du kannst auch, wobei ich finde das manchmal ein bisschen zu unübersichtlich, du kannst jeder dieser Karten ein Titelbild hinzufügen. Ich gucke gerade mal. Ach, ich nehme doch einfach mal das Canva. Bild gestern aus dem YouTube-Kanal. Also weil du findest all meine Technik-Sprechstunden, die ich hier auf Facebook Live gemacht habe, quasi am Abend dann direkt auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal auf Chaos Deluxe. Ich finde, das passt so in Sachen Technik wunderbar. Genau, und entsprechend, das haben wir gestern gemacht. Das habe ich mal eben kurz das Bild hochgeladen. Und du hast gesehen, es war einfach nur aus dem Download-Ordner per Drag and Drop habe ich das reingezogen. Wirklich easy peasy. So, und von vornherein macht ihr dir einfach dieses Titelbild, wovon ich gerade gesprochen habe. Und ich klicke das einfach einmal kurz zu. Und jetzt siehst du, dass hier die Promotion dann direkt mit diesem Titelbild angezeigt wird. Je nachdem, wie viele Karten man hier drin hat und je nachdem, wie viele Titelbilder hier vergeben worden sind, finde ich das persönlich viel zu bunt.
Denn stell dir vor, du hast hier noch ein Titelbild und hier auch noch und hier auch noch, dann geht möglicherweise dieser Reiter mit Facebook Ads ja einfach so ein bisschen unter. Also ich arbeite mit Titelbildern nicht gerne, einfach nur, dass du weißt, du hast die Möglichkeit. So, wir machen die Karte wieder auf. Hier über die Sachen haben wir gerade mal ganz kurz schon mal gesprochen, dass du weißt, wie du das machen kannst. Und wenn dir das Titelbild einfach nicht wirklich hilft, dann klickst du einfach auf Entfernen und es ist weg. Und wenn du es wieder haben wollen würdest, dann kannst du das mit einem Klick wieder machen. Und du siehst auch hier in der Navigation, ist es dann wieder möglich zur Auswahl. So, was haben wir noch Schönes? Was ich an Trello gut finde oder was ich grundsätzlich besser finde, wenn man mit ein oder zwei Leuten an einem Projekt arbeitet, dann ist das, finde ich, schwierig, so eine Kommunikation aufrechtzuerhalten über WhatsApp oder über Trema oder über, was haben wir denn noch alles? PNs. Also wir haben ja im Prinzip Messenger in Hülle und Fülle und du kannst Projekte nicht in einem Messenger planen. Du verlierst irgendwann die Übersicht, weil irgendwann schreibt einmal irgendwie guten Morgen und wie geht's dir? Und dann muss mal eben einer vielleicht gerade kurz meckern oder einer erzählt, was er gerade für eine coole Erfahrung gemacht hat. Und schwuppdiwupp ist dieser Projektzusammenhang einfach verschwunden. Von daher plane Projekte bitte niemals, nie nicht über einen Messenger. Du kannst natürlich auch andere Tools nutzen. Heute zeige ich dir einfach nur mal Trello. Und in Trello hast du halt auch dann die Möglichkeit, wenn du es mit mehreren teils, dass mehrere quasi hier dran mitarbeiten, kannst du einfach hier Kommentare zu dem jeweiligen Sheet, was einfach offen ist, in dem Fall halt die Promotion, dann kann man da einfach wirklich dann systematisch dazu diskutieren. Machen wir nicht, wir können uns einfach wunderbar austauschen. Hier ist mein Feedback dazu, also was du dann da auch immer hinschreiben würdest. Du kannst auch hier Anhänge mit verschicken und du kannst andere Menschen mit verlinken, ähnlich wie du es bei Facebook halt auch kennst. Na, du schreibst das Ad-Zeichen und tippst dann den entsprechenden Usernamen dann hin. Du kannst natürlich auch Emojis hinzufügen und du kannst auch eine andere Karte mit hinzufügen. Ja? Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel nach Kundeneinladen suchen. Und da siehst du auch, diese Karte Kundeneinladen gibt es schon. Und jetzt kannst du die auswählen und kannst die quasi direkt in diesem Beitrag mit verlinken. Kannst dich dann noch entscheiden, ob du diese Karte weiterhin beobachten möchtest. Also ob du jedes Mal, wenn an dieser Karte was gemacht wird, dass du eine Benachrichtigung bekommst. Du kannst es aber auch ausschalten. Dann klickst du auf Speichern und schwupp ist dieses Feedback als Kommentar einfach in dieser Karte drin und alle anderen können dann zum Beispiel hier auch noch dann über diverse Smileys das Ganze dann nach oben oder nach unten bewerten. Genau, du kannst natürlich deinen eigenen Kommentar nochmal bearbeiten, du kannst ihn auch löschen. Also das sind so Spielereien. Ich denke mal, damit kennst du dich aus, da brauchst du keine große Erklärung. Aber einfach insgesamt, dass du weißt, in einem großen Projekt, das splitten wir einfach in kleine Teilziele. Und diese kleinen Teilziele können dann einfach wirklich einfach besprochen werden. Und natürlich kann das auch größer werden. Also so wie du jetzt einfach hier siehst, dass man andere Karten mit einbinden kann, kann man so einen Projektbaum natürlich auch viel komplexer gestalten. So, mit dieser Karte kannst du jetzt halt noch viele andere lustige Aktionen ausüben. Das heißt, du kannst diese Karte von hier aus verschieben, natürlich entsprechend in eine andere Liste. Und das kannst du jetzt hier im Hintergrund auch schon sehen. Ich habe die Liste Promotion direkt jetzt in den Reiter To-Do verschoben. So was geht, du kannst das Ganze kopieren. Manchmal macht es Sinn, dass man sagt, okay, eigentlich brauchen wir noch mal genau das. Ja, also du kannst diese komplette Karte kopieren und kannst die Kopie dann einfach für deine Einstellung anpassen. Du kannst dir aber auch eine Vorlage erstellen. Also manchmal hat man ja vielleicht so eine Art Fragebogen in irgendeiner Art und Weise. Das muss immer wieder irgendwie identisch ausgefüllt werden. Und dafür sind so Vorlagen gar nicht schlecht, ja. Gerade wenn du weißt, dass sich ein Projekt zum Beispiel immer und immer wiederholt, macht sowas auf jeden Fall Sinn.
So, den Beobachtungsstatus hatte ich dir gerade hier insgesamt bei deinem Kommentar schon ganz kurz erklärt. Den kannst du hier an- und ausschalten. Dann ist noch die Möglichkeit da, dass diese Karte ins Archiv verschwindet. Also die wird standardmäßig bei Trello nicht sofort gelöscht, sondern sie wird erstmal in einem Archiv quasi abgelegt. Du kannst dich dann später dafür entscheiden, das Archiv dann auch noch zu löschen. Ansonsten würdest du an die Sachen im Archiv später auch immer noch mal drankommen. Und na klar, das Ganze kann halt in irgendeiner Art und Weise auch noch geteilt werden. Ist natürlich davon abhängig, wie oder wer natürlich auf diesem Board insgesamt berechtigt ist, überhaupt was zu sehen und ja, letztendlich auch überhaupt was zu schreiben. Und da möchte ich gerne mit dir auch mal jetzt kurz hingucken. Das kannst du nämlich hier oben im Prinzip sehen. Also derzeit befinde nur ich mich auf diesem Board. Wenn hier mehrere wären, dann würden hier im Prinzip mehr dieser Namensbubbles halt auftauchen. Über Einladen passiert genau das, wie der Button halt auch heißt. Und derzeit ist dieses Board für alle sichtbar, die sich in diesem Team befinden. Das kann man auch ändern. Ja, du kannst halt auch ein anderes Team aufmachen. Du kannst aber auch sagen, dass dieses Board, ja, also nur Boardmitglieder können dieses Board sehen und bearbeiten. Also nicht für alle, die sich in einem Team befinden, sondern wirklich nur für die, die auch einfach ja, in diesem Board wirklich mit drin sind. Also solche Sachen kannst du hier einfach alle wunderbar einstellen. Gehen wir noch einmal kurz auf die rechte Seite und da kannst du dir noch ein komplettes Menü anzeigen lassen. Und in diesem Menü siehst du dann unten auch die Aktivität, was in letzter Zeit alles so passiert ist. Also von denjenigen, die mit dir drauf zusammenarbeiten, ja, was die irgendwo kommentiert oder hinzugefügt oder gelöscht haben, das kannst du hier einfach sehen. Und das Schöne, was ich dir jetzt eigentlich noch so ja, zum Abschluss von Trello zeigen kann, dass du sogenannte Power-Ups hinzufügen kannst. Ja, also so heißt es hier bei Trello. Und Power-Ups sind quasi ja so kleine Plugins, so kleine Add-ons, womit du so deine Trello-Boards einfach noch ein bisschen aufbohren kannst. In der Basic-Version ist es so, dass du ein Power-Up hinzufügen kannst, ein kostenfreies. Das kannst du auch immer wieder switchen. Also wenn, oder sagen wir es mal so, bisher war es so, ne, Plattformen ändern sich ja auch mal ganz gerne, dass du ein Power-Up auswählen konntest. Du konntest es wieder deaktivieren und dann auch ein neues hinzufügen. Machen wir gleich mal. In der Pro-Version kannst du natürlich entsprechend, ja, einfach Power-Ups Unlimited letztendlich hinzufügen. Und da musst du einfach mal gucken, was wäre da für dich interessant, was würde dir in dem Moment einfach wirklich für deine Projekte helfen. Das ist wirklich von Business zu Business unterschiedlich und auch innerhalb von einem Projekt zu einem anderen Projekt kann dies auch wirklich unterschiedlich sein. Also ich halte nicht so von dieser Strategie, Strategie. Nimm meine 5 Schritte und damit brauchst du irgendwie in der Woche nur noch 3 Stunden arbeiten. Jedes Business funktioniert einfach anders. Jedes Business hat ein ganz anderes Herz. Jedes Business hat einen ganz anderen Aufbau. Und da muss man einfach mal ein bisschen individueller hingucken. Natürlich gibt es so eine gewisse Grundbase, so ein gewisses Grundrauschen, was bei allen irgendwie unten gleich funktionieren darf. Wie dann aber die Strategien hier als Einzelnes aussehen, was man halt alles so machen kann. Der eine arbeitet mit Workshops, der andere nicht. Da ist ja immer die Frage, wo siehst du dich? Wie arbeitest du gerne? Was passt zu dir? Also du fühlst dich in Anziehsachen, die nicht deins sind, fühlst du dich nicht wohl. Ja, wenn du jemand bist, der total gerne Jeans und T-Shirt und Turnschuhe trägst und du dir eigentlich gar nicht vorstellen kannst, den ganzen Tag in einem Business-Anzug rumzulaufen oder in einem Business-Kostüm, dann wird das, wie der Name dann auch schon sagt, für dich immer wie ein Kostüm sein. Du wirst dich immer verkleidet fühlen und du wirst niemals so richtig du selbst sein. Und so ist das mit Strategien innerhalb eines Businesses auch. Also es gibt einfach Dinge, die passen einem nicht, die passen nicht ins eigene System rein, die macht man total ungerne. Und Dinge, die man ungerne macht, macht man nicht gut.
Das ist nicht schlimm, das ist total in Ordnung, man muss es einfach nur wissen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man darüber spricht, dass es nicht halt immer nur diese eine Strategie gibt, dass es immer nur diesen einen Weg gibt. Nein, ganz, ganz viele Wege führen nach Rom und es ist wichtig, dass man hinguckt, dass man mal eben kurz drüber spricht, wo stehst du, wo willst du hin und welchen Weg könntest du einfach nehmen, um das Ziel zu erreichen, wo du einfach hin möchtest. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du darüber nachdenkst. Also, wenn du möchtest natürlich. Ja, alles kann, nichts muss. So, lass uns doch hier mal vielleicht einmal kurz nach dem Kalender gucken, den ich dir vorhin schon gezeigt habe, beziehungsweise wo ich drüber gesprochen habe, für die Fristen, die man in einer Karte anlegen kann. Du brauchst hier nur auf Hinzufügen klicken. So, und jetzt, ne, klar, schimpft das System mit mir, weil die wollen natürlich verkaufen, gar keine Frage, möchte ich aber gerade nicht machen. Und jetzt siehst du hier, dass ich das Kalender-Power-Up quasi damit installiert habe. Und wenn wir unserer Promotion-Karte jetzt eine Frist eintragen und sagen, so hör mal zu, hier, also ne, bis zum 19. muss das aber erledigt sein. Du kannst das auch gerne mit Uhrzeit machen. Du kannst dir eine Erinnerung vorher setzen, gehst auf Speichern. Dann wird die Frist in der Karte hier eingetragen. Du siehst die Frist auch außen hier in der Karte selbst, ja. Und wenn du jetzt in den Kalender gehst, dann siehst du die hier auch, ja. Also in dem Kalender werden dir halt all die Karten eingetragen, die eine Frist bekommen. Jetzt machen wir den Kalender nochmal zu und nehmen uns mal entsprechend den Reiter mit den Ads vielleicht und sagen jetzt hier, du kriegst ein Startdatum vom 14. Und gucken uns da auch nochmal den Kalender an und sehen, da wird es nicht mit angezeigt, ja. Da sehen wir das quasi hier. Da wird es mit angezeigt in der Karte selbst. Aber im Kalender, in diesem Power-Up, siehst du diese Sachen nicht. Also da siehst du nur die, die eine Frist bekommen haben. Ja, also den Unterschied muss man da einfach sehen, das ist ganz wichtig, weil sonst arbeitet man hinterher mit dem Kalender und denkt sich, ach Mensch, ist keine Karte mehr da, wunderbar, alles abgearbeitet und dann stellen wir hinterher fest, oh verdammt, da war ja doch was, ja. Sobald wir den Facebook Ads dann halt auch irgendwie eine Frist geben und das nochmal speichern, jetzt siehst du hier oben, jetzt ist beides da und gehen dann in den Kalender rein, dann sehen wir halt auch beides. Ja, also im Kalender siehst du nur die Dinger, die ablaufen, die wirklich eine Frist haben, nur irgendwie was mit Enddatum. So, lass mich kurz überlegen, was kann ich dir in Sachen Trello noch kurz mitgeben auf diesem Weg? Also die wichtigsten Dinge im Prinzip im Menü habe ich dir gezeigt. Natürlich hier hinter mehr verbergen sich noch ganz viele, viele tolle Sachen. Über die Labels, über die könnten wir vielleicht noch kurz sprechen, genau. Labels kannst du dir vorstellen wie so kleine bunte Textmarker oder so kleine Klebchen, die man an Karten dranhängt. Heften kann und die kannst du auch beschriften. Wir machen das Ding mal so, vielleicht mit Eile, aber wir machen es mal grün und nicht irgendwie extra rot. Und dann können wir jetzt sagen, so hier, ne, da für die Facebook Ads ist wirklich Eile angesagt. Du kannst dir auch neue Labels erstellen mit anderen Farben. Und dann siehst du hier immer die Karten, die dann einfach so ein grünes Label haben und dann weißt du, alles klar, da ist jetzt wirklich Eile angesagt und entsprechend bekommt das dann vielleicht im Team oder für dich eine ganz andere Priorisierung. Genau, also du kannst so wunderbar kleine Projekte planen. Warum sage ich kleine? Du siehst jetzt hier den Bildschirm, wir haben jetzt hier schon 4 Listen. Die Frage ist halt, wie viele Listen braucht dein Projekt, zum Beispiel, wenn es um einen Workshop geht, kommst du damit aus, dass du sagst, okay, einmal brauche ich noch was fürs Brainstorming, dann ist wirklich, das sind die To-Dos, die wir davon machen, dann weiß ich, okay, das und das ist jetzt gerade in der Pipeline und wird fertiggestellt und wenn es fertig ist, dann schiebe ich es hier rüber, ja, also die ganzen Sachen wandern ja quasi dann hier so durch diese Pipeline durch und sind dann irgendwann fertig und irgendwann sind die halt alle hier drin. Es gibt aber auch Projekte, die brauchen einfach mal weitaus ein paar mehr Listen. Hier haben wir jetzt 4. Hier kriegen wir eine 5. hin.
und eine sechste und eine siebte. So, und jetzt wird es einfach schwierig und ich glaube, da kommt, finde ich, rein optisch Trello dann wahrscheinlich so an seine Grenzen, wenn wir dann mit 8, 9 und mit 10 und so weiter Listen arbeiten, weil wir dann unwahrscheinlich viel hin und her scrollen müssen. Und die Sachen, die hier hinten sind, die wir nicht sofort sehen können, möglicherweise irgendwie über den Tellerrand fallen. Muss man mal überlegen. Ich weiß, der ein oder andere nutzt Trello auch insofern, dass Aufgaben verteilt werden. Komm, wir machen dafür ein neues Board einfach auf. Wir machen ein komplettes Teamboard auf und dann haben wir halt nicht To-Do im Gange oder fertig. Wir machen aber mal eben kurz einen anderen Hintergrund, damit wir auch wirklich erkennen, dass das was anderes ist. Ja, wir machen das wirklich als reines Teamboard und dann ist das hier von, weiß ich nicht, von Marianne. Mir fallen gerade irgendwelche Namen ein. Habt ihr Namen für mich, die ich da eintragen soll? Dann ist das hier vielleicht der Bernd. Ja. Wenn du dich wiedererkennst, wenn du so heißen solltest, ja, freu dich. dann haben wir vielleicht hier eine Petra und komm, eine Caroline nehmen wir auch dazu. Ja, also du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, dass du hier einfach komplette To-Dos in Listen ablegst für dein Team. Das halt ganz klar ist so, das ist deins. Du kannst natürlich auch Boards erstellen, dass ein Board wirklich für eine Person ist und dass dieses ganze Teamboard einfach das komplette Projekt ist. Also wenn du ein neues Team erstellst, könnte dieses Team quasi dann auch Projekt Workshop 2021 sein und darunter befinden sich dann ganz viele Trello-Boards, die Namen der Mitarbeiter haben und jeder Mitarbeiter hat entsprechend dann seine Listen und die eigenen Karten als To-Do, ja. Sowas ist natürlich alles möglich. Man muss einfach immer nur gucken, wie übersichtlich wird sowas dann oder wie unübersichtlich ist es dann einfach. Nur, dass du da mal so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten siehst. Noch eine witzige Anwendungsmöglichkeit ist, ja, ich sag mal, wirklich völlig fern oder völlig fremd von Projektplanung als solches. Habe ich bei einem Verein gemacht oder läuft eigentlich immer noch ganz erfolgreich. Und zwar, komm, wir machen das mal grün. Und zwar läuft eine Mailbox, ja. Und Anrufe. Und zwar ist das da so geregelt. Dahinter steht eine Fritzbox. Und die Fritzbox kann entsprechend Mailbox-Nachrichten, Sprachnachrichten halt aufzeichnen und kann diese per E-Mail verschicken. So, und dann war so die Überlegung in dem Verein, Mensch, ja toll, ist ja ganz prima, aber wenn in dem Verein immer nur einer dafür zuständig ist, dass diese Anfragen bearbeitet werden, hängt irgendwie alles an einem und wenn der vielleicht mal im Urlaub ist und wenn krank und, dann ist das irgendwie ein bisschen undankbar, gerade in Vereinen, wo viel ehrenamtlich läuft. Also war so die Frage, wie können wir es machen, dass viele darauf zugreifen können? Ja, und bei einer normalen Rufnummer mit einem normalen Anrufbeantworter ein bisschen schwierig. Also war die Idee, okay, dieser Anrufbeantworter, also die Fritzbox kann das Ganze per Mail verschicken. Also verschicken wir quasi die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter jetzt nicht an einen Verteiler per E-Mail, sondern wir verschicken es aufs Trello-Board. Denn man hätte ja sagen können, man nimmt jetzt diese Sprachnachricht von der Mailbox und verschickt die einfach an einen E-Mail-Verteiler und, weiß ich nicht, 10 Leute vom Vorstand würden dann diese E-Mail bekommen. So. Jetzt könnte es dann aber wirklich passieren, so Worst-Case-Szenario, alle haben Zeit und alle 10 vom Vorstand rufen zurück, ja, bei dieser einen einzigen Anfrage. Und das wäre natürlich dann irgendwie, ja, wirklich nett, weil derjenige sieht dann einfach, ja, man kümmert sich, aber auf der anderen Seite wäre es einfach echt wirklich zu viel, ja, wenn 10-mal das Telefon klingelt und immer wieder sagen muss, nee, es hat schon jemand angerufen, sprecht ihr euch einfach nicht ab, ja, das Thema ist doch schon erledigt, ich hatte doch nur eine kleine Frage. Von daher ist es einfach möglich, dass du diese Anfrage einfach an die E-Mail-Adresse dieses Boards schickst. So, und die E-Mail-Adresse findest du hier, ja, in den Einstellungen. Und
Dann kannst du, oder dann war das in diesem Projekt halt so geregelt, die Fritzbox verschickt das Ganze an diese E-Mail-Adresse. Ich zeige dir, ich kopiere das mal eben raus und zeige dir in einer Karte, mal eben in der Beschreibung, dass das eine Mailadresse ist, ja. Also das ist quasi der ganze Name des Boards. Den kannst du nicht beeinflussen, der ist so, wie er ist. Und @boards.trello.com. Also das ist dann halt die Mailadresse für dieses Board jetzt zum Beispiel, wo dann hin einfach diese Mailadressen verschickt werden. Das Schöne ist, alle Anrufe tauchen dann quasi, ich mache das mal eben hier einfach nur so als kleine Buchstaben fertig, alle Anrufe mit einer Sprachnachricht erscheinen dann quasi hier unter eingehende Anrufe. Irgendeiner aus dem Team kann sich dann diesen Anruf nehmen. Der steht dann schon im Gange, ja, und kann jetzt quasi in Ruhe zurückrufen, kann einen Kommentar dazu schreiben, dass er sagt, Mensch, ich habe angerufen, alles geklärt und wir brauchen hier nichts weiter zu tun. Und dann kann der Anruf nach fertig einfach rübergetragen werden. Also für solche Sachen kannst du Trello halt auch benutzen. Die Frage ist halt, welches Projekt ist es? Worum soll es wirklich bei dir gehen? Und ja, wie kann man das bei dir mit Trello letztendlich umsetzen? Ja, das waren jetzt einfach mal so ein paar Möglichkeiten, die ich dir halt gezeigt habe. Also insgesamt ein ganzes Projekt, was du bei Trello planen kannst. Du findest deine Boards übrigens hier dann natürlich auch alle wieder. Jetzt sind wir hier quasi auf der Startseite als solches. Ja, hier findest du jetzt deine Boards wieder. Also wir hatten vorhin ja im Prinzip den Workshop, den wir geplant haben. Dann wirklich die Spalten nach Teammitgliedern oder einfach mal so ein Beispiel mit so einer Mailbox-Variante. Also Trello ist da wirklich, ja, dem sind keine Grenzen gesetzt. Aber meiner Meinung nach darf das Projekt einfach nicht zu riesengroß werden, weil es muss einfach irgendwo übersichtlich bleiben, dass du nicht, wer weiß, wie viel scrollen musst, um die Sachen einfach nicht in der Übersicht zu verlieren. Wenn du Fragen hast noch zu Trello, dass du sagst, Mensch, das würde mich nochmal interessieren, das würde ich mir gerne nochmal genauer angucken, können wir da nochmal einen kleinen Deep Dive zu machen, dann ja, herzlich gerne rein damit in die Kommentare. Ich switch nochmal kurz um und komme nochmal komplett zu dir zurück. Ich habe vorhin zwischendurch mal mit in die Kommentare reingeguckt, habe aber nichts, glaube ich, vorhin entdecken können. Kann aber auch sein, dass die mir durch Facebook gerade einfach nicht ausgespielt werden. Das passiert, ist aber auch voll nicht tragisch. Ist für dich in dem Moment einfach gut zu wissen, dass so ein Live-Producer bei Facebook manchmal auch so seine kleinen Tücken hat. Lass dich davon nicht verunsichern. Ja, in dem Sinne, das war ein kleiner Exkurs nach Trello und wie du für dich wirklich schöne kleine Projekte planen kannst. Hast du weitere Wünsche, dann immer her damit. Ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, Caroline, kannst du mal mit uns das und das einfach mal irgendwie durchsprechen? Kannst du uns das Tool einfach mal zeigen? Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit Trello beim Ausprobieren und ich denke mal, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!